Das ist jetzt der spezielle Ort, wo wir jetzt dann gleich irgendwie durch die Höhle fahren werden. He? Voll geil, da ist das Matterhorn. Man glaubt, am Fuße des Matterhorns ist diese Wahnsinns-Eishöhle. Und da geht es jetzt gleich rein. Das ist mein Kumpel, der Bert. Der filmt das jetzt auch noch aus einer anderen Perspektive. Und jetzt geht's da ins Loch. Das ist irgendwie so unglaublich tief, beziehungsweise der Boden, da ist so viel Eis draufgeschmolzen, dass wir nicht mehr durchfahren können, sondern wir müssen durchkrabbeln. Hä? Und es ist verdammt glatt, hä? Es ist verdammt glatt. Es ist verdammt glatt und wir müssen krabbeln. Krabbel die Krabbel, die Krabbel, die Krabbel, der Führer krabbeln. Und es ist gerade so hoch, dass man sitzen kann. Hä? So, also, hä? Jetzt haben wir die Ski abgezogen. Haben die Ski und die Stöcke in der Hand und zusätzlich einen Eispickel, für da durchzugehen. Leider habe ich dann keine Hand mehr frei fürs Filmen. Ich halte links die Ski und rechts die Stöcke und den Pickel. Weil ich sehe, wie der Bär sich da vorarbeitet. Heiliger Bimbam. Aber es ist unglaublich. Irgendwie fürchtig, aber auch wunderschön. Bis später. Das ist so hure glatt. Das ist so glatt. Und dann ist es noch abschüssig. Muss man echt aufpassen, dass man nicht irgendwo ins Loch rutscht. Ja. Schön mit dem Pickel arbeiten. Ein Stückchenweise. Stück für Stück auf dem Hosenboden da durchgerutscht. Bräuchlings wäre nicht schlecht. Ach du Scheiße! Das ist unglaublich. Ja, zack. Zack, wie tief, wie flach das hier ist. Dann haben wir noch ganz flieh. Langsam kriegt man einen kalten Arsch. Aber jetzt die Action up there. Ja, da schreitet der Beat. Hä? Aus dem Schlund der Finsternis ins Tageslicht.